folgete Jesu nach, und ein anderer Jünger, derselbige Jünger war dem hohen Priester bekannt, und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür, da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht auch dieses Menschen Jünger? Nein. Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Jüden zusammenkommen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er solches redete, gab der Diener einer, die dabei stummen, Jesu einen Backenstreich und sprach: Sollst du den hohen Priester so antworten?